jedes Mal, wenn ich was beginne, am Ende das der Beste sein von dem Produkt, was geht. Ist oftmals schwierig oder auch unmöglich oder was auch immer. Aber die Idee kann immer nur sein, versuchen, jeden Tag das Beste, was du machen kannst. Und nie einen Kompromiss einzugehen, wegen irgendwelchen Möglichkeiten, dass du Qualität verschlechterst. Du kannst einen Kompromiss mit Menschen eingehen, aber nie über die Qualität einen Kompromiss eingehen. Das, sobald du das anfängst, ist die Sache schon erledigt. Das ist eigentlich die Idee dahinter, ist jeden Tag irgendwie versuchen, auch einmal was anderes machen wie alle anderen, aber im Grunde genommen immer nur schauen, was die beste Qualität ist und genauso auch mit den Menschen umzugehen. Das ist mir wichtig. Ich glaube, dass Nachhaltigkeit unser wichtigstes Thema sein wird. Im Obstbaubereich, im Weinbaubereich ist der Boden. Das wichtigste Thema ist Nachhaltigkeit. Und nachhaltig, da muss ich mit dem Boden reden. Und bei allen Themen ist Nachhaltigkeit überhaupt das Wichtigste. Man kann halt überall diskutieren, was sicher ganz wichtig ist alles. Aber Nachhaltigkeit ist wichtiger wie alles andere. Weil wenn ich halt irgendwas schnell mache und man sagt, das ist Bio, mach schnell und das ist gut, dann hilft es mir nichts, wenn es nicht nachhaltig ist. Das heißt nachhaltig, genauso wie wir da gebaut haben, wir haben alles versucht, so zu machen, dass die nächsten 20 Jahre du da herinnen gern und klasse arbeiten kannst. Und genauso sollen meine Produkte schmecken. Und wenn uns heute wer fragt, wo seid ihr in Deutschland und es seid ihr in irgendeinem anderen Geschäft, was auch wichtig ist, sage ich, nein, wir sind Pandalmeier und sind ewig da Pandalmeier und seit 99. Das sind heuer, wir sind 14 Jahre. Und in die 14 Jahren haben wir sehr viel, glaube ich, miteinander gemacht. Wir haben miteinander was bewegt. Die Marke Reisebau ist 99 kaum bekannt gewesen in München. Ich glaube, wir haben einen gewissen Bekanntheitsgrad miteinander erreicht. Und für mich ist das, es wird nicht einmal nachgedacht, es ist einfach für mich eine Zusammenarbeit. Und wenn heute in München einer anfragt, ob er was kriegt, dann kriegt er nichts, weil wir sind eh Bandal mehr. Und das ist mir wichtig und es ist die Qualität wichtig, auch wie man dort mit Menschen umgeht und wie man zur Qualität steht. Und es wird nie ein Preis diskutiert. Natürlich müssen wir über Preise reden, aber zuerst wird einmal nur über Qualität diskutiert. Was kann man zusammenbringen, was ist das Beste? Und dann wird geschaut, kann man es sich leisten oder nicht. Nämlich, dass man miteinander das macht. Aber es wird nicht nachher gesagt, nein, wir müssen was günstiger machen, weil damit weiß ja jeder, dass schlecht wird. Das wird nie diskutiert. Geht was in der Qualität? Wichtig ist aber immer nur die Qualität. Das ist, glaube ich, das, was uns miteinander auszeichnet. Und für mich ist es so freut, dass ich da als einziger Schnapsbrenner immer bei der Winzerlitte dabei bin. Und das ist eine klasse Geschichte. Und ja, so ist die Geschichte.